Der Käse war ein Schinken und der Schinken war ein Schild. Ein Schild! Falls ihr euch wundert, was diese behinderten Mongos von Media for One jetzt wieder labern. Der Parma-Käse, das sich als Parma-Schinken herausstellte, den wir in der letzten Folge gefunden haben, stellte sich doch letzten Endes als Schild heraus. Da haben wir ihn. Carmesin Parma. Ja, das passiert, wenn wir uns die Items nicht angucken, die wir einfach blind einsammeln. Genau. So, jetzt wollten wir zu dem Item da. Genau, hier können wir uns ja einfach fallen lassen. Ja, das können wir. Jo. Ja. Oh, da steht sogar noch eine nette Nachricht. Also dort hinten, bei dem Item meine ich. Oh, hast du es da gesehen? Oh. Ist nur tot. Wer stirbt denn hier? Oh! What the fuck, Alter? Komm. Wer stirbt denn hier? What? 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 Oh, Alter. Hey, wo kam der her? Der stand hier garantiert wieder in der Ecke im letzten. Wo kam der her, Alter? Wer stirbt denn hier? Ich da. Ey. Nicht 16. Aber wir haben überlebt. Jeder, der kriegt richtig dick aufs. Auf die Mütze. Hatte sogar schon ein Schild. Stimmt, du hättest gleich dein Schild benutzen können. Ja, stimmt, hab ich direkt nicht wahrgenommen. So, genau. Nebel. In den Nebel. Jetzt mit Schild brauchen wir uns ja von unseren Seelen nicht mal ein Schild kaufen. Da können wir uns ja genau auf den Helm konzentrieren, damit wir unser Gesicht nicht mehr ertragen müssen. Was wir in liebevoller Kleinarbeit dort zusammen geschustert haben im Editor. Was ist denn das dort rechts neben dem Baum, diese kleine Fackelhalterung dort? Kann man da noch irgendwas machen? Eine Fackelhalterung? Also sieht er aus wie Knochen. Knochen, ja. Aber ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt einfach mal den Pimp spiele und versuche hier den guten... Ah, du willst natürlich jetzt deinen Bosskampf, so wie ich letztens haben. Pass auf, Alter. Er hat es getan. Der kriegt es nicht auf den Sack. Ah. Oh, der ist schnell. Ah. Heilen. Benutzt Wurfmesser. Ha! Ist er langsam plötzlich. Ich versuche mal zu blocken. Das nimmt bestimmt viel ab. Ja, das nimmt viel. Nimmt Leben weg und Stamina. Ja, aber durch den Lebensstein hat sich das ja noch aufgefüllt wieder. Also es war noch beim Auffüllen. Ja. Boah, der erste ehrliche Kampf. Wow. Soll ich lieber heilen? Ah, ist schwierig. Ich würde erst beim nächsten Schlag. Ja. Oh Gott, war das knapp. Alter, ich muss mal locken hier. Ich vergesse das immer. Batz. Und Batz. Ja. Ah! Ah! Heil, heil, du Hund. Jetzt würde ich einnehmen. Oh! Ah! Wie langsam das geht. Das macht mich echt Alter. Fertig. Ich spanne mich beim nächsten. Beim jeden ah! So tierisch oh, das an. Das ist echt. Oh, das macht. Du könntest gleich noch einen nehmen, weil den nächsten Schlag überlebst du nicht. Ja. Oh, Alter, wenn ich jetzt noch faile. Oh, scheiße, ich hätte schon wieder angegriffen. Ah. Ja, sehr gut, jetzt hammern, jetzt hammern. Bam! Jawoll. Und was hat er schon... Oh, schau dir unsere Seele oh, an. Oh, geil. Schau dir das an. Und... Heide... Oh. Können wir bestimmt noch nicht benutzen. Oh, oh. Direkt anschauen. Hab jetzt gelernt. Ein Heide-Ritterschwert. Zack. 125 macht 5 mehr Schaden. Wieso sollten wir es noch nicht benutzen können? Weil es Werte gibt für die Waffen. So. Ich glaube, hier genau, wir brauchen 10 Geschicklichkeit. Warte, wo steht's gerade? Für das Schild brauchen wir unten links. Für das Schild für das Schwert, was wir jetzt haben, brauchen wir 11 Stärke und 6 Geschicklichkeit. Und wir haben 11 Stärke und 8 Geschicklichkeit. Ach, und für und das brauchen wir 10. Gut, das ist ja dann schnell gemacht. Ja. Wenn wir dann können wir es benutzen, aber ich weiß eben nicht, was unten dort das Rote bedeutet. Das ist vielleicht unser. Ach, das kann sein, dass es unser Equip-Load ist, dass wir dann keine Fast-Roll mehr haben. Also, dass wir uns ja nicht mehr schnell rollen können. Wir können es ja einfach mal effektiv genutzt werden. Ja, kann nicht effektiv genutzt werden, aber wir können es ja trotzdem mal ausrüsten. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Achso, das heißt jetzt bloß, dass wir den Schaden nicht komplett austeilen mit dem Schwert. Ja, wir sind immer noch... Ist das noch gleich schnell die Rolle? Ja, ne? Sieht gleich schnell aus, ja. Ja. Ja, wir können ja erstmal bei dem bleiben, die 5 Schaden, das ist ja... Ja. So, wenn wir uns das nächste Mal beim Feuer hinsetzen, dann ist der auch wieder da, dann können wir da noch wieder bekämpfen.
Also ich glaube, dass er wieder da ist, weiß es nicht. Na, ich meine gelesen zu haben, dass manche auf einmal verschwinden und dann nie wieder auftauchen. Manche von den etwas größeren Gegnern. Okay. Aber ja, ansonsten, wenn er da ist, natürlich lass uns reinhauen und wieder so 3000 Seelen waren es ungefähr. Wollen wir jetzt echt schon Nebel gehen oder wollen wir erstmal die 4600 Seelen verprassen? Wir gehen in den Nebel. Aber dann haben wir die Gefahr, dass wir vielleicht irgendwann sterben. Mimimi. Dumm und dann sind die Seelen weg. Wir sterben nicht dumm. Zack. Gehen wir nahe. Immer noch? Nicht mal einen Meter im Nebel und schon... Wie es ihn wegfetzt. Na gut, aber wenn man rausgeht, muss man ja nicht mehr diese Nebelanimation machen, oder? Nee. Das ist ja ganz praktisch, da können wir dann einfach wegfetzen. Guck mal an die Nachrichten. Hinterhalt voraus. Siehst du, wir sterben nicht dumm. Ist ja nicht dumm, wenn es ein Hinterhalt ist. Das ist ja... Ich nehme jetzt erstmal das Schild hoch. Vorsicht rechts. Da kann man... Ja... Fein voraus, deshalb Zwickmühle. Ach Gott, das ist so ein Labscher, den kriegen wir doch. So ein Labscher? Ja. Oh, Alter, was für ein Glück! Ich hätte den. Da war wieder der zweite. Oh, fuck! Alter, ich habe aber den zweiten, der von hinten kam, nicht gesehen, sondern nur der fette Schwinger von dem starken Angriff hat ihn mit weggehauen. Übelst Glück gehabt. Ich hab auch erst gesehen, dann am Ende. Übelst Glück gehabt. Oh, jetzt haben wir keine Lebenssteine mehr. Nee. Oh. Jetzt haben wir nur zwei Estus Flasks. Nee, du musst hier den Schrank kaputt machen. Oh. Angreifen und dann... Aha. Holzbalzen. Geil. Ich glaube, die sind für die Armbrust. Können wir als Ritter auch eine Armbrust nehmen? Oder ist das dann... Ja, wir können... Oh, der hat eine Rüstung. Wir können alle Waffen... Ah. Ach so, gut, der hat auch bloß zwei Schläge aus. Ey, den hätten wir jetzt zum Beispiel backstabben können, also ich. Ja. Und ich hab's auch nicht hinbekommen. Hier sind ganz schön viele gestorben. Ja. Der sieht aus wie. Ja, der sieht aus wie Ezio mit zwei Schwertern. Soll ich denn jetzt versuchen, Mann? Das sind 4700 Zellen und wir müssen uns durch den ganzen Wald kämpfen bis hierher. Ich wäre ehrlich gesagt lieber dafür, denn. Ah, ich Geld jetzt aufbrauchen. Oh. Nein, Mann, wir werden uns dann so ärgern, wenn wir die Seelen nicht haben. Na ja, gut, stimmt, wir können uns ja jetzt vom Leuchtfeuer direkt teleportieren. Ja. Da. Jetzt haben wir ja Zeit gespart. Tut mir leid, aber das muss echt nicht sein. Oh. Drück mal an. B. Dann mach das schnell. Ach so, ich dachte jetzt, das wäre wirklich abfallen lassen dann. Leuchtfeuer. Oh. Ach so, hier war das schon. Passt jemand auf. Ah. Ja, ne, so lang war das Stückchen hier gar nicht. Unsere erste Schnellreise. Wir können auch nochmal die großen Battlen dort bei dem anderen Weg, ne? Nee. Später. Wenn wir hier wieder ankommen und der weiße Ritter wieder da ist, dann kannst du den ja gerne mal versuchen. Ah, ich überlasse es dir, solange du den Controller noch hast. Wollen wir mal zwei Level aufleveln, damit wir dann hier die... Das Ritterschwert nutzen können? Genau. Ja, aber bin ich doch stärkstens dafür. Glatt dafür. So. Geschicklichkeit 1, 2. Bestätigen. Ich habe Nein gedrückt, ja. Oh, und wir haben immer noch recht viele Seelen. Das heißt, wir könnten ja mal dort hinten bei dem Kunden noch gucken, was er für Rüstungen im Angebot genau hat. So, jetzt können wir es benutzen. Jetzt kein Kreuz mehr da. Ah, ja, da unten. Geil. Fünf mehr Schaden, wir kommen. Jetzt gucken hier. Für das... Das Schwert jetzt hier irgendwie verbannen können. Entfernen. Ein Schwert. Achso, du meinst, das ist ja aus diesem Menü hier dort. Genau, das ist mir nur das hier. Ja. Ich weiß halt noch nie, wie es mit dem Quiplaut ist. Das werden wir noch rausfinden. Hoffentlich. Jetzt steht da 21,7 von 49, 44,3%. So. Zing.
Sein Schlüssel haben wir noch nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht war es auch eins der unzähligen Gegenstände, die wir einfach aufgenommen haben. Gehen wir jetzt mal hier zum Oh, hello again. Freund. I hope you find... Die könnten wir benutzen, aber wir haben ja jetzt ein cooles. Na, das mit der, das in der Mitte, das sieht natürlich auch ganz geil aus. Ne? Ja, aber guck mal erstmal bei Helme. 1500 bezahlt. 800 für den schnieken Helm hier. Ja, dort hinten haben wir auch noch einen für 900, ja. Mit so einem netten kleinen Zöpfchen hinten dran. Ja. Oh Gott, diese ganzen scheiß Zahlen dort. Ja, die zeigen. Nimm den teuren, der ist besser. Denkst du? Ich wäre für den, weil der mit dem Zipfel ist jetzt dieser. Achso, du meinst wegen dem Schnieken, vom Aussehen her jetzt? Ja. Ja, naja, geh nochmal kurz zu dem mit dem Zöpfchen. Na gut, der hat 43 dort oben, auch, ich weiß nicht, was das heißt, aber. Ach, ich komm, wir nehmen den. Ich brauche mal nicht sehen. Ja, wir nehmen Klett rein. Ne? Nee. So, davon können wir uns jetzt eigentlich noch. Uns noch was anderes machen? Können wir nochmal aufleveln, oder? Achso, wir können wirklich jederzeit aufleveln, es kostet ja plus Seelen. Es kostet nur Seelen. Achso. Jetzt steige ich langsam dahinter. Ja, die Kapuze waren wir wahrscheinlich wieder zu blöd, die aufzusetzen. Das kriegen wir so mit dem Helm hier hin, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wir müssen einfach hier in die Ausrüstung gehen und hier kann man jetzt einfach drauf drücken. Ah. Wir Behinderten, Alter. Oh, wir hätten so badass aussehen können. Geil. Aber wir nehmen den. Sieht irgendwie leicht zu groß aus für uns. Passt! Bascht! So, können wir ja nochmal schnell aufleveln gehen. Gekommen, oder? Hat sich jemand dasselbe gedacht wie wir? Nicht zuerst, nein. So. Löchchen. Ja, wir sind immer noch der Träger des Fluches. Ja, wir streben nach Seelen. Und ja, wir suchen den König auf, ganz sicher. Aufsteigen. Was wollen wir nehmen? So, ich wäre ja für Kondition. Bin ich dabei. Das war doch hier für Ausdauer und so. Genau. Ja, na klar. Ach stimmt, das bringt uns sogar noch ein bisschen Leben dazu. Yeah. Das ist geil, diese Spielmechanik, wie das alles funktioniert. Also, Leute killen, fühlt sich dabei geil. Geht auf Level, fühlt sich dabei geil, kauft sich einen Helm, sieht geil aus. Und das ist irgendwie alles. Jetzt, wenn man stirbt, ist geil. Ist geil. So, na dann wären wir für diese Folge wieder am Ende angelangt. Jo, wir haben unseren Helm und das nächste Mal, wo gehen wir hin? Was machen wir als nächstes? Nächstes Mal? Ach, der Nebel. Der Nebel. Da haben wir noch. Ja, stimmt, da darfst du wieder rein. Darfst dein Glück versuchen. Und wenn der weiße Typ wieder da ist, kannst du den mal bekämpfen? Ne, du bist am Platz. Ne? Das machst schön, du okay. Bist hier für die Fehler zuständig. Falls wir welche haben. Gut, ne, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.